So, gesagt, getan. Wir sind heute nochmal in Tram München unterwegs. Heute mal mit einem Nachtexpress. Und auf der Linie 28 jetzt ab zurück zum Scheidplatz, ja. Und starten das Ganze hier vom Sendlinger Tor. Das ist natürlich der gleiche Straßenbahn, wie wir es in der letzten Folge hatten. Ich habe jetzt einfach mal die Uhrzeit schnell umgestellt, damit wir die Folge vielleicht einen Ticken kürzer machen können. Müssen wir mal schauen, wenn ich nicht wieder allzu viel laber. Das ist ja immer so eine Kunst hier. Und ich würde sagen, wir springen rein. Guck mal hier nochmal schnell mal, wie das hier aussieht. Und kannst du mir sagen, was du willst? Das sieht großartig aus. Also die ganze Beleuchtung und sowas passt, stimmt, ja. Also da kann ich jetzt nichts Schlimmes dazu sagen. So, wir haben den Haltebremsschalter, der ist natürlich an. Klar, das heißt, wir müssen die Türen schließen und hauen die Haltestellenbremse raus. Warum machen wir das? Denn es hat an einigen Stellen tatsächlich die Leuchten gefehlt. Ja, Straßenbahnleuchten. Nicht Straßenbahnleuchten, sondern die Leuchten auf den Straßen. So, Laternen nennt man sie auch heutzutage. Bloß Bio kommt wieder nicht drauf. Das wollen wir uns jetzt mal schauen, ob die jetzt mittlerweile vorhanden sind. Also die Stimmung ist schon mal großartig. Hausplatzstaus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Das war aber, wir stehen schon mitten auf der Weiche drauf. Eieiei. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, oder? Ist doch immer vor der Weiche. Stillstand. Aber was machst du, wenn sich die Weiche jetzt bewegt, ja? Kannst du nichts mehr machen, du entgleichst erstmal. Ein absolutes Träumchen. Ich bin leider hier das mit dem Tacho. Das sieht irgendwie voll hässlich aus mit dieser grünen Hintergrundbeleuchtung. Sieht halt aus, als ob das mega eingestaubt ist halt, ja. So, Haltestellenbremse rein. So, und das Ganze. Richtung Scheidplatz. So. Ja, ich hoffe, dass das relativ hell ist für euch, dass ihr hier ordentlich was sehen könnt. Wird aber, denke ich mal, schon vollkommen in Ordnung sein. Steht er ja Gott sei Dank alleine. Ach, schön. Ja, wir createn mal ein bisschen was. Wie gesagt, fahren jetzt das ganze Ding jetzt wieder zurück und hinten ist mir schon wieder aufgefallen, ne? Hinten haben wir wieder eine leere Fläche. Ne? Das ist wieder, sieht nicht so schön aus. Aber auf jeden Fall muss man sagen, die Ansagen sind schön laut. Also man versteht das jetzt auch, was die Dame da sagt. Ja, mal einen Polygonfehler drin. Der Typ fährt einfach rüber und sieht das jetzt sofort. Ja, er hat ein geschultes Auge dafür scheinbar. Schon mit diesen Straßenbeleuchtungen von oben
So. Richtung Scheidplatz. So. Ich finde das Bild ein bisschen doof. Nee. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch ein besseres geschossen bekommen. Ja. Wird ja wohl möglich sein. Wäre wohl gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Oh. Achso, das ist wieder dieser komische Fehler, dass ich hier mit dieser Kamera, mit der F4-Taste, ein bisschen meine Schwierigkeiten habe hier tatsächlich. So. Dann machen wir mal Türen zu. Ist halt überall Autos jetzt sicher. Das ist natürlich ein bisschen uncool. Hier haben wir mal direkt ein Auto. Vor der Nase. So, das hier auch bestimmt cool aussieht. So in der Kurve drin. Ja, das ist doch auch ganz nett. Das passt doch. So, jetzt hier relativ nah rankommen, wäre das großartig. Also, machen wir gleich mal hier, wenn wir hier mitten auf der Kreuzung sind. So. Also die Lichtstimmung, die ist auf jeden Fall schon mal sehr gegeben. So, das Scheibenwischer hier reinigen hier. Unsere Scheibe voll geschissen mit Fliegenschiss hier. So. Und damit. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Achso, stimmt, der geht ja nicht, weil wieder alle Türen offen sind. Mal ganz kurz gucken, es sah irgendwie aus, als ob die zu hoch hing, aber nee, ist alles gut. Alles gut. So, es sah nämlich gerade so aus, als ob die nämlich über die Oberleitung haften. Stimmt ja auch, haut ja auch hin, ne? Aber ich habe halt die Halterung jetzt nicht gesehen von den Lampen. Aber ich muss ja sagen, ich finde halt normale Laternen irgendwie hübscher. Als wenn sie da so oben in der Luft irgendwie da rumhängen.
Ein Edeka. So. Türe auf. Richtung Schaltplatz. Hallo, Sie wünschen? Ja, wundervoll. Wundervoll. Da müsste ich noch so ein bisschen die Türschließ-Sounds. Das ist bestimmt auch wieder separat irgendwo rumdrücken. Nordendstraße. So, und Richtung Scheidplatz. Läuft doch eigentlich ganz gut. Also wie gesagt, also jetzt, wo ich die Einstellung jetzt drin habe, muss ich ganz ehrlich sagen, passt das Ganze. Ich kann da jetzt nicht mehr meckern, von wegen, dass die Performance nicht so gut ist. Ja, und ich sehe eigentlich, dass die Laternen überall da sind. So, Türfreigabe. Ich habe einfach mal 851 Minuten Verspätung. Liegt daran, weil ich natürlich die Uhrzeit während des Fahrplans natürlich gewechselt habe. Dementsprechend kommt so eine utopische Verspätung natürlich zustande. Also, nicht wundern, ich habe euch ja am Anfang der Folge gesagt, dass es natürlich das Gleiche ist, wo wir in der letzten Folge aufgehört hatten. So, Türe auf. Ja, 28. Richtung Scheidplatz. Haut er sogar fast hin hier mit der Markierung. Mit dem blinden Streifen. Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt aktuell nicht meckern. Läuft gut. Ich finde halt, dass man hier alles schon machen kann hier. Ganze mit der Oberleitung aussieht, sieht schon sehr gut aus.
kurz weggucken. Achso, das ist die Notbremse. Ah, ich verstehe. So, jetzt macht er mich komplett irre. Hallo. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt war. Keine Ahnung, was das jetzt war. Auf jeden Fall fand ich das gerade nicht witzig. Natürlich auch ein Traum, einfach während der Fahrt einfach, ja, Stromabnehmer runter und raus die Batterieschalter. Aber irgendwie keine Reaktion mehr. Wie gesagt, Beleuchtung ist auf jeden Fall da jetzt überall. Also ich finde schon, ja, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Ergebnis hier in München. Ich finde es jetzt ziemlich großartig, muss ich gestehen. Und ist auf jeden Fall dementsprechend auch eine schöne Bereicherung für den Lotus-Simulator. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Linien nachher aussehen und natürlich die andere neue Straßenbahn, die mit dazu kommt. Also da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Bilder gibt es davon übrigens schon. Da könnt ihr gerne mal auf der Seite von ViewApp einfach mal im Internet Explorer da mal nachschauen oder auf Facebook. Ja, wer Facebook hat, ich selbst benutze ja kein Facebook. Aber da könnt ihr euch zum Beispiel mal die neue Straßenbahn anschauen, die da mit dabei ist. Ich finde das cool, dass sie das auf jeden Fall noch zusätzlich zupacken. Ja. Jetzt bekommen wir hier einfach zwei Straßenbahnen spendiert. Aber ist denn Sendlinger Tor keine Endhaltestelle? Weil da kommt ja dieser Spruch nicht. Da kommt er ja nur hier. Weiß ich gar nicht. Also wie gesagt, wenn ihr in München wohnt und ihr das wisst, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich vermisse, ich habe diesen Satz in der letzten Folge noch ein bisschen vermisst, von wegen hier Endhaltestelle oder sowas. Das ist halt nur übergangsweise, wie eine Baustelle oder sowas, dass es einfach nur eine Schleife ist, dann nochmal eigentlich noch ein paar Haltestellen dazukommen. Ja, wie gesagt, schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich mal brennend interessieren. Und damit erreichen wir unsere Endhaltestelle, ihr Lieben. So, das war also unsere Nachtfahrt hier in München. Ja, also ich muss sagen, es hat sich auf jeden Fall was getan hier in den letzten Updates hier in Tram München. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Bin mal gespannt, was wir noch so erwarten können hier in Tram München mit dem Addon. Die nächsten Updates bin ich auf jeden Fall schon ziemlich gespannt auf jeden Fall. Und ja, freue ich mich auf mehr, definitiv. Weiß gar nicht, OLX ist dann zu Ende, wenn natürlich der Lotus-Simulator zu Ende ist. Ja, also nicht zu Ende ist, aber wenn alles verfügbar ist auf jeden Fall. Also das heißt hier zum Beispiel Fahrpläne, Fahrgäste, KI und dann geht auch dann irgendwann diese Early Access hier zu Ende. Können wir auf jeden Fall. Gespannt sein.
Definitiv. Also ich finde das Addon jetzt, also ich habe es ja schon damals schon ziemlich cool gefunden, zum Release halt, wie gesagt, also alles, was von Lotus kommt, ist definitiv bei mir absolut gekauft, ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, also wenn ihr immer neuestes Videomaterial sehen wollt, hier von den Lotus Simulator, sei es DLCs oder sowas, dann seid ihr hier auf diesem Kanal absolut richtig, ja, also es wird kein DLC geben, den ich mir nicht kaufen werde, so ist es bei OMSI, ja, dass ich da alle DLCs besitze. Und so wird es hier auch in den Lotus-Simulator auch sein, ja, dass ich die dann auch dementsprechend halt alle vorstellen werde. Ob sie nur gut sind oder schlecht sind, da bilde ich mir meine eigene Meinung. Ja, es gibt natürlich so die Leute, die natürlich die Vorabversion immer bekommen und sich dann halt schon ein paar Tage vorher schon oder Wochen eventuell schon damit beschäftigen können, um das Ganze mal zu zeigen, zu testen und hier und da. Und auf diese Videos gehe ich meistens erst gar nicht ein, weil ich sie mir auch selbst erst gar nicht anschaue. Ich registriere es halt, dass dann der ein oder andere eventuell sagt, so pass mal auf, der und der spielt ein neues Addon oder sowas. Dann ist mir das einfach nur, da habe ich so diesen Aha-Moment, okay, da kommt nächste Zeit mal irgendwas, da machst du dich mal über den Entwickler schlau und alles sowas. Ne? Aber ich werde mir diese Videos tatsächlich halt nie anschauen, weil ich mir halt selbst meine eigene Meinung dazu bilden möchte. Und das rate ich euch eigentlich auch, ja. Falls ihr jetzt natürlich knapp bei Kasse seid und ihr könnt euch natürlich nicht jedes DLC kaufen, selbstverständlich, dass man sich diese Videos in dementsprechend halt anschaut, um zu gucken, ob es natürlich das Geld wert ist. Ja, aber wenn ihr natürlich jetzt so sagt, so okay, Lotus ist auch euer Ding, so absolut, ja, und ihr werdet euch sowieso jedes Addon kaufen, was vielleicht für den Lotus-Simulator erscheint, dann lasst diese Videos weg, weil ich habe irgendwie das Gefühl, so war es auch bei Tram München gewesen, dass ich halt dieses Wow-Effekt nicht hatte, ja, hier in Tram München, weil ich mir tatsächlich schon vorher schon viel, viel Videomaterial dazu angeschaut habe. Das ist natürlich blöd, ja, weil das trübt nochmal ein bisschen. Jetzt, durch diese neue Anspielsession, wie ich sie jetzt gerade hatte, jetzt hier mit der Tagfahrt und der Nachtfahrt, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich das doch jetzt sehr überzeugt von der Performance her, von der Aufmachung, wie es halt aufgebaut ist. Es sieht hübsch aus. Dadurch, dass die Linien natürlich so kurz sind, kann der Erbauer aktuell nichts, ne? Wie gesagt, wenn es nun mal so die aktuelle Streckenlage in München ist, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja, wenn man es realistisch will, muss man auch kurze Strecken in Kauf nehmen. Da, wie gesagt, da kann man nichts machen. Warum sollte man denn da noch irgendwas dazu dichten? Wie gesagt, 3 Linien, 2 Straßenbahnen kommen mit Full Release. Ja, also das Ganze, glaube ich, für 30, 35 Euro bin ich mir jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, 30 kostet es im Early Access, 35 wird es nachher dann im Final Release kosten, glaube ich, war das, wenn ich mich jetzt noch so recht entsinne. Was ihr natürlich dabei habt, ihr habt schon das ganze PIS dabei, ja, also das Personal Information System, ja, also das heißt, dass ihr hier dementsprechend schon die ganzen Ansagen oder sowas drin habt. Das ist nicht eingespielt, wie sonst bei meinen anderen Straßenbahn-Videos, die ich ja hier auf dem Kanal habe, ja, wenn es gerade so in Berlin rumgeht, lasse ich die Ansagen selbst einspielen über eine externe Software, ja, also die ich selbst mir zusammengebastelt habe. Lass ich sie einspielen. Hier ist natürlich alles schon mit dabei. Also hier ist nichts extra dazu gemacht oder sowas. Ja, also ich habe die auch die ganzen Ansagen drin und, ja. Das ist hier alles in diesem Addon schon mit enthalten. Wie gesagt, jetzt spart ihr noch. Später, wenn ihr das Ganze im Final Release dann kauft, wird es ein bisschen teurer. Und ja, ihr unterstützt halt den Entwickler damit jetzt schon relativ früh, in einer relativ frühen Entwicklung halt das Ganze finanziell natürlich zu unterstützen. Allerdings muss man mal sagen, Early Access immer eine heikle Sache, denn nur weil es heißt, ihr kauft jetzt das Produkt, heißt es nicht, dass es automatisch auch fertig wird. Das ist immer so eine Sache bei Early Access. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder euch vielleicht irgendwas nicht gefallen hat. Wie gesagt, dann nutzt die Kommentarfunktion. Dafür ist sie da. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es weitergeht hier natürlich mit dem Lotus-Simulator, mit mir, dem Bio und hier auf dem Kanal ÖPNV-Simulation. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.